Ich hatte mehrere Anfragen nach solch einem Nahtodbericht, aber sie kommen nicht sehr häufig vor. Meine eigenen Hundefreunde haben mich einer nach dem anderen seit meiner Kindheit bis heute begleitet. Deshalb freue ich mich, dass ich hier endlich solch einen Nahtodbericht vorstellen kann. Lasst uns alle in den Kommentaren wissen, was ihr denkt und fühlt. Dieser Nahtoderfahrungsbericht ist sehr lang. Deshalb lasst uns auch wissen, ob ich die folgenden Teile, in denen mehr und mehr in die Tiefe dieser Erfahrung eingetaucht wird, ob ich sie folgen lassen soll, denn hier kann man Wünsche äußern. Los geht's! Ich heiße Linda und ich hatte absolut keine Angst. Weder während des Herzinfarkts, noch während der Todeserfahrung, noch danach. Der Herzinfarkt war lediglich ein zunehmendes Unbehagen, nicht beängstigend, nur eine wachsende Erkenntnis, dass mit meinem Körper irgendetwas nicht stimmt. Und obwohl die Schmerzen und der Druck zunahmen, wurde ich nicht ängstlich, sondern dachte nur daran, wie unangenehm das war. Selbst als wir den Rettungsdienst riefen, wurde mir der Ernst meiner Lage nicht wirklich bewusst. Ich weiß noch, dass ich überrascht war, als ich dann meinen vollständigen Herzstillstand beobachtete. Ich nahm an, wir denken nie wirklich daran, dass wir sterben, aber offensichtlich war ich gestorben, weil ich nicht mehr in meinem Körper war. Dann spürte ich plötzlich etwas auf beiden Seiten von mir. Nicht so, wie wir eine körperliche Berührung beschreiben würden, sondern mehr als ein Gefühl, eine Empfindung, eine Präsenz von Wesenheiten, mehr als eine. Ich konnte ihr Licht als Energieformen sehen und mir wurde klar, dass es Engelswesen waren. Liebevoll, rein, heilig und hilfreich. Sie halfen mir und ich spürte eine Aufwärtsbewegung. Und dann war alles blau. Ich sah und fühlte das schönste Blau. Weder hell noch dunkelblau, sondern leuchtend blau. Ich schwebte in diesem Ozean aus lichterfülltem Blau, war gelassen, ruhig und frei und hätte dort für immer bleiben können. Ich weiß noch, dass ich noch nie einen solchen Frieden gefühlt habe. Einen Frieden jenseits der Ruhe, jenseits von Worten. Es ist unbeschreibliche Ekstase, stille Freude, flüssige Liebe, ein Gefühl unglaublicher Leichtigkeit, die reine Freude am Sein, ohne sich um das Tun zu kümmern, eins zu sein mit allem, was ist, aufgehoben und getragen in einem Meer der Liebe. Mit der Energie von allem, was ist, zu verschmelzen, brachte das Gefühl der Vollständigkeit mit sich und eine völlige Zufriedenheit damit, vollständig zu sein. Ein Eintauchen in mich selbst und die Erkenntnis, dass ich ganz ich selbst bin. Dann kam das goldene Licht. Gold, die Farbe unserer individuellen, spirituellen Natur. Im blauen Ozean schwebend begannen goldene Lichtströme, wie Sternenstaub, durch mich zu fließen. Das Licht fühlte sich so gut an. Wenn ich noch irgendeine Schwere aus meinem Leben auf der Erde in mir trug, wusste ich jetzt, dass sie jetzt weggenommen wurde. Und als die Strahlung anhielt, merkte ich, dass es kein Gefühl der Schwerkraft mehr gab, keine Anziehungskraft aus der Vergangenheit, sondern nur noch das Gefühl, ätherisch zu sein, hauchdünn und leicht. Dann, wie ein süßes Elixier, spülten die leuchtenden Strahlen, die mich durchfluteten, ein ganzes Leben voller Erinnerungen an die Oberfläche, angefangen bei meiner Geburt. Als das goldene Licht weiterfloss, wusste ich, dass die Strahlen einen Sinn hatten. Alte Fehlermuster, die meist auf Schuldgefühlen beruhten, wurden aufgelöst. Ich kehrte ohne sie in den Körper zurück, denn es war noch nicht an der Zeit, dass ich ihn für immer verließ. Das war eines der guten Dinge am Sterben. Das emotionale System wurde gereinigt und alle falschen Schuldgefühle wurden weggespült. Das kleine Mädchen konnte aus der Versenkung auftauchen. Sie hatte nie etwas Falsches getan. Das Letzte, was ich vor dem Herzanfall in mein Tagebuch geschrieben hatte, kam mir in den Sinn. Ein Wort, und das Wort war Transformation. Dann ging die Reise ins Jenseits weiter.
Als ich die Dichte veränderte, leichter und feiner wurde, spürte ich, dass ich auf eine andere Bewusstseinsebene gehoben wurde. Und dann fand ich mich in einer Umgebung wieder, die substanzieller zu sein schien. Jessie war da. Mein wunderschöner Hund, mein geliebter Hund kam zu mir. Sie war vor weniger als einem Monat gestorben und John und ich litten immer noch unter ihrer Abwesenheit. Ich spürte ihre Gegenwart, ihre Liebe und sie erschien mir so wie damals, als sie noch körperlich war. Nur jünger und vitaler. Sie sagte, du weißt, dass Papi es nicht erträgt, wenn wir beide jetzt weg sind. Ja, ich gehe zurück, antwortete ich. Kommst du bald nach? Wenn es soweit ist, werden wir es wissen. Jetzt werde ich dir wunderbare Dinge zeigen. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, antwortete sie. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Vorstellung zu akzeptieren, dass meine erste Begegnung auf der anderen Seite mit einem Hund stattfand, bist du nicht der Einzige. Während John es ganz natürlich fand, wurde eine unserer Töchter ein wenig sauer, als ich ihr davon erzählte. Ich glaube, es wäre ihr lieber gewesen, wenn ihre Mutter von Jesus, einem Engel oder zumindest von einem Familienmitglied begrüßt worden wäre. Ich habe zwar einen Meisterlehrer getroffen, dazu komme ich später, aber Jessie kam zuerst. Schließlich gehörte sie seit vielen Jahren zur Familie. Und wer auch immer für den Aufbau des Willkommenswagens dort verantwortlich ist, wusste sicherlich, wie schön es für mich sein würde, von ihr begrüßt zu werden. Aber ich verstand die Reaktion unserer Tochter. Wenn Mutter schon die Möglichkeit hat, die Welt jenseits des Schleiers zu besuchen, dann sollte sie wenigstens etwas Ehrfurcht einflößen und ein paar dramatische, religiöse Andeutungen machen. Tatsache ist, dass es auf der anderen Seite nichts besonders Religiöses gibt. Spirituell ja, aber nichts, was durch die Zugehörigkeit zu einer Religion oder einem Glauben gekennzeichnet ist. Es ist eher so wie Harold Richter Stark nach seiner eigenen Nahtoderfahrung und seinem Besuch auf der anderen Seite es ausdrückte. Zitat: Man geht nicht in einer Ekstase religiöser Inbrunst umher, aber es ist ein Ort geordneter Aktivität. Zitat Ende. Mir wurde klar, dass es eine Liebesverbindung zwischen den beiden Welten gibt. Ein Energiestrom, der ein Herzensband zwischen zwei Seelen bildet, das in der Zeit des Übergangs am stärksten ist. Die Liebe kommt heraus, um dich zu begrüßen, und zwar in der Form, die für dich in diesem Moment am bedeutsamsten ist. In meinem Fall war es unser kostbarer Hund. Und ja, Hunde haben eine Seele. Das wusste schon Platon und auch der heilige Augustinus und die meisten anderen wahren Heiligen und Weisen. Und ja, sie können hörbar in unserer Sprache in dieser anderen Welt kommunizieren. Und wenn wir unser Bewusstsein mitnehmen, stellen wir fest, dass unsere Gedanken und Gefühle mehr mit der spirituellen Realität von allem, was ist, in Einklang stehen. Und was ist spirituell? Für mich ist es die wahre innere Essenz von allem, dem Stein, dem Baum, dem Tier, dem Menschen. Es ist der Geist, das einzigartige Energiefeld in jedem Mineral, jeder Pflanze, jedem Tier und jedem Menschen. Jessie und ich interagierten also auf einer feineren Wellenlänge und obwohl wir unsere physischen Vehikel abgelegt hatten, wurden unsere Körper durch ein Bild im Geist, das als Form projiziert wurde, für die Sinne sichtbar. Und sie war genauso real zu sehen und zu berühren wie damals, als ich sie in der physischen Welt in meinen Armen gehalten hatte. Meine Freundin Jessie und ich gingen Seite an Seite, wie wir es schon so oft an diesem anderen Ort des Seins getan hatten. Ohne jede Anstrengung bewegten wir uns durch ein Reich ekstatischer Farben. Die pulsierenden, unbeschreiblichen Farben waren flüssig. Energie, die darauf wartete, geformt zu werden. Jessie zeigte mir, wie ich Formen aus Energie bilden kann, indem ich mit meinem Geist drücke. Wenn du willst, dass die Form hält, musst du fest drücken. Dies ist eine hochgradig mentale Ebene und die Form wird ohne körperliche Anstrengung erschaffen. Ein Bild von dem, was du erschaffen willst, wird in deinem Geist festgehalten und durch intensive Konzentration zum Ausdruck gebracht. Du kannst es festhalten
oder es loslassen. Das war mir damals völlig neu, aber später fand ich heraus, dass es für Nahtoderfahrene ein alter Hut ist. Michael Talbot beschreibt es in seinem Buch Das holographische Universum. Zitat: Wenn sich der Geist in den höheren Frequenzen der Nahtoddimension befindet, tut er weiterhin das, was er am besten kann. Er übersetzt diese Frequenzen in eine Welt der Erscheinungen. Zitat Ende. Ich werde später mehr darüber sprechen. Talbot geht dort auch auf die Arbeit des schwedischen Mystikers Emanuel Swedenborg ein, der ein erfahrener, außerkörperlicher Besucher des Landes der Toten war. Er sagt, dass Swedenborg, Zitat, glaubte, dass der Himmel trotz seiner geisterhaften und flüchtigen Eigenschaften eine grundlegendere Ebene der Realität ist als unsere physische Welt. Dass das Jenseits und die physische Realität sich zwar im Grad, nicht aber in der Art unterscheiden. Und dass die materielle Welt nur eine eingefrorene Version der gedanklich erschaffenen Realität des Himmels ist. Zitat Ende. Ich habe den Himmel nicht als geisterhaft erlebt, aber ich stimme zu, dass die physische und die nicht physische Welt eine deutliche Ähnlichkeit haben, wobei sich letztere tatsächlich realer anfühlt. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich auf dieser schönen Ebene eine höhere Ebene der Realität erlebte. Was die Farben angeht, so sagen uns Weisheitslehren anderer spiritueller Traditionen, Zitat, die Farben, die sich auf der physischen Ebene manifestieren, zeigen sich in ihrer gröbsten und schärfsten Form. Wenn man mit der feineren Materie der anderen Ebene in Kontakt kommt, wachsen die Schönheit, die Sanftheit und die exquisite Qualität der verschiedenen Farbtöne. Die Schönheit übersteigt alle Vorstellungen. Zitat Ende. Jesse und ich spielten im Farbfeld, traten in verschiedene Farbtöne ein und spürten ihre besondere Schwingung. Die unvergleichliche Qualität der Farben faszinierte mich, weil ich so etwas noch nie gesehen hatte. Und ich kann bis heute keine Worte finden, um die Schönheit der Schattierungen und Farbtöne überhaupt zu beschreiben. Ich hatte zwar keinen Spiegel auf der anderen Seite, aber ich erkannte, dass ich einen Körper hatte und ich erlebte, dass ich durch meine Augen schaute, um ihn zu sehen. Aber was ich wirklich beobachtete, war mein Geist. Ohne den physischen, optischen Apparat wurde mein Bewusstsein also weit über die 7 Grundfarbtöne hinaus erweitert. Hier endet der erste Teil. Im zweiten Teil erzählt uns Linda über die neue Umgebung, die Jesse sich geschaffen hat und auch wie sie das getan hat. Linda spricht auch hier wieder über, man könnte sagen, spirituell-technische Aspekte des Jenseits. Dieser Nahtoderfahrungsbericht geht noch sehr, sehr lange weiter. Wenn verstärktes Interesse von eurer Seite daran besteht, schreibt mir das in die Kommentare. Andernfalls machen wir im nächsten Video mit einer völlig neuen Nahtoderfahrung weiter. Und zum Schluss jetzt vielen Dank dafür, dass ihr hier wieder mit mir dabei gewesen seid.